Eigentlich sollte ich Ihnen etwas über Pfingsten erzählen. Über das Fest des Heiligen Geistes. Und was habe ich in der Hand? Einen Fahrradschlauch. Kaputt. 7 Löcher. Egal, ob das heilige Zahl ist oder nicht. 7 Löcher, eine Katastrophe. Und der ganze Fahrradschlauch ist unbrauchbar, weil die Luft raus ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, der hätte Löcher. Unbrauchbar. Der Reifen und das ganze Auto. Und warum? Weil die Luft nicht drinnen hält. Die Luft, die man nicht hört, nicht sieht, nicht schmeckt, nicht greifen kann und die trotzdem das Wesentliche ist, dass ein Reifen als Reifen funktioniert und Bewegung möglich ist. Und genau so ist es mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes. Man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht, man riecht ihn nicht, man kann ihn nicht angreifen. Und trotzdem, er ist derjenige, der, wenn er in uns hineingefüllt ist, wenn er uns erfüllt, Bewegung ermöglicht, Leben ermöglicht, Weitergehen ermöglicht, Vorwärtskommen ermöglicht. Heiliger Geist, Geist Gottes, der uns erfüllt, damit wir uns und unser Leben auf den Weg bringen.